Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar heute werden wir, wie schon im Titel steht, das Goldei öffnen. Das wir unter anderem. Jetzt öffnen wir hier erstmal noch die Inform-Packs. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Packluck. Im ersten ist kein Startspieler drin. Ich habe da bisher einen, das ist Halstenberg. Ich glaube, das war doch Halstenberg, ja. Ich habe Halstenberg. Hey. Hier haben wir leider auch keinen mehr drin. Und ja, dann denke ich, das wird hier wahrscheinlich nur eine ganz kurze Folge. Denn jetzt gucke ich hier bei Eiersuche. Hier Goldei. Mal gucken, was wir da jetzt hier so drin haben. 6 Core-Punkte. Und das heißt, dass wir kein Goldticket dabei hatten. Oder hätte man da überhaupt was bekommen? Ach, möglicher Bonus. Aha. Schade. Haben wir leider hier nichts dazu noch bekommen. Also fangen wir hier gleich nochmal an mit diesem grünen Ei. Davon habe ich hier auch noch genügend. Und öffnen es gleich. Da können wir vielleicht noch was verändern an unserem Team, also an meinem Team. Hey. Ihr habt bestimmt ganz andere Teams. Vielleicht können wir hier noch was verändern. Also Münzen hätte ich jetzt nicht genügend und es würde auch nichts verändern. Gut, ja. Hätten wir das auch, kaufen wir uns hier noch ein Ei. Vielleicht ist es ja noch ein goldenes, ein grünes. Ich kriege immer grüne Eier. Ach, ich denke, ich lasse jetzt hier einfach das hier mal starten. Das violette Ei. Das liegt auch schon sehr, sehr lange hier. Dann mache ich hier noch ein Versus-Angriff-Spiel. Und dann würde ich diese ganz, ganz kurze Folge auch schon beenden. Das soll jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz sein. Weil ich dachte, dass ich vielleicht Packluck habe im TOTW oder halt im goldenen Ei. Und leider nicht. Ja, dann sehen wir uns beim Endstand wieder. Ah, leider, leider haben wir hier nicht gewonnen. Leider, leider. 5-8. Aber trotzdem würde ich jetzt hier an dieser Stelle diese ganz, ganz kurze Folge beenden. Hat mir Spaß gemacht. Leider hatten wir kein Packluck hier. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Denkt an den Stream am Montag. Und tschüss.